Jetzt müssen wir hier weiter suchen. Schauen Sie, das hier kommt an. Es ist kaum zu glauben. Rahel David lebt erst seit 7 Jahren in der Schweiz. Auch sie kam als Asylbewerberin. Heute spricht sie perfekt Dialekt und macht im Pflegezentrum Entlisberg eine Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit. Aber mach's gern mit dir, ja. Wir sind ein gutes Team, gell? Jawohl, genau. Das ja. Stimmt, ja. Rahel David sagt, viele Eritreer seien isoliert und hätten nur mit Landsleuten Kontakt. Ich habe in der Schule halt viel Kontakt gehabt, nur auf Deutsch müssen reden, weil ich niemanden hatte, wo ich auf meine Muttersprache reden kann. Und bei den Pflegeeltern habe ich auch immer Deutsch geredet, weil es ist nicht anders gegangen. Und für diese jungen Leute finde ich auch, wenn sie nur unter sich sind, sie reden nur Muttersprache, so können sie sich nicht entwickeln oder sich integrieren. So, wo möchten Sie sitzen? Rahel David verdankt viel ihrer engagierten Pflegefamilie. Sie ist dankbar für die Unterstützung, die sie erfahren hat und möchte davon etwas zurückgeben. Sie macht deshalb bei der Eritrean Diaspora Academy mit. Ein ehrenamtliches Projekt von Eritreern und Schweizern. Hilfe zur Selbsthilfe. Für eine gemeinsame Zukunft hier in der Schweiz. Wir werden uns selber helfen und nicht warten, bis jemand uns hilft. Wir werden zeigen, dass wir nicht nur negative Seiten haben, wir werden auch zeigen, dass wir positive Seiten haben, dass wir Ideen und Fähigkeiten haben. Tanzen statt resignieren. In den jungen Eritreern steckt viel Energie. Rahel und ihre Mitstreiter wollen sie aktivieren.